Moin moin und hallo, heute zeige ich euch, wie man eine SIM-Karte an einem iPhone 8 wechselt. Ihr iPhone 8, Glasrückseite, sieht ja jeder. Wenn ihr euer iPhone jetzt von vorne betrachtet und kippt es nach rechts, dann seht ihr dort ein Loch. Da. Dieses Loch beinhaltet den Schlitten für eure SIM-Karte. Okay, das heißt also, wir werden jetzt eine Büroklammer nehmen, diese auseinanderziehen, oder ihr nehmt natürlich den SIM-Karten-Extraktionsgerät, was man auch im Handel kaufen kann, das werde ich mir unten verlinken, wenn ihr es braucht, und geht dort in das Loch herein und drückt dabei einfach in die Seite des iPhones hinein, so, und jetzt drücken, und ihr seht, dass dann hier dieser Schlitten herauskommt. Jetzt ziehen wir diesen Schlitten heraus, legen unser iPhone zur Seite und haben nun den Schlitten. Hier ist unten und wir halten es einfach so. Jetzt holen wir uns eine Nano-SIM-Karte. So, ihr seht, diese SIM-Karte hat eine Ecke, die abgerundet ist oder abgeschnitten. Die anderen sind es nicht, wie ihr seht. So, auch der Adapter hier hat dort eine Kante, die abgeschnitten oder abgerundet ist. Und so geht ihr einfach mit der Chipseite nach innen drauf und legt sie darauf. Wenn jetzt hin und her wabbelt, merkt ihr, dass sie fest ist. So, was machen wir jetzt? Jetzt schieben wir unsere SIM-Karte mitsamt des Schlitten wieder herein, drücken es fest und sollten jetzt gleich sehen, gesperrte SIM-Karte. Genau, jetzt könnt ihr die SIM, also das, den Code eingeben, dann wie heißt es, in die SIM-Karte reingehen und sie entsperren. So einfach ist das, eine SIM-Karte an einem iPhone 8 zu wechseln. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, bitte abonniert mich und gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun Sun!